Mein Tag beginnt unter der Woche immer um 6 Uhr morgens, wenn Alex Wecker klingelt. Ich stehe erstmal auf und mache für uns beide einen Kaffee, den wir zusammen auf der Couch trinken. Kurz vor 7 Uhr fährt Alex los zur Arbeit und ich gehe ins Bad, putze mir die Zähne, mache eine Waschmaschinenladung an, räume die Wohnung ein bisschen auf. Heute zum Beispiel ist die Küche dran. Währenddessen mache ich mir einen Eiweißshake. Lege ihn in die Gefriertruhe, damit er schön kühl ist, bis ich ins Fitnessstudio gehe. Solange ich aufräume und mich fürs Gym ready mache. Und so kurz vor 8 Uhr mache ich mich auch auf den Weg ins Gym. Ich habe mir die Tage gut eingeteilt. Montags Beine, Po und Bauch. Dienstags Oberkörper hinten, also Rücken und Trizeps. Mittwoch Oberkörper Vorderseite. Alle meine Übungen habe ich momentan auf geführte Geräte umgestellt, vor allem das Beintraining, da ich ja gerade Probleme mit meinem Fuß habe und wir noch nicht genau wissen, was da genau los ist. An jedem Gerät mache ich 4 Sätze. Erster Satz mit niedrigerem Gewicht zum Aufwärmen und dann 3 Sätze mit höherem Gewicht, jeweils immer zwischen 10 bis 12 Wiederholungen. Nach dem Gerätetraining setze ich mich nochmal für 10 bis 20 Minuten aufs Fahrrad. Das Fahrrad ist eigentlich auch nicht meine erste Wahl, aber für meinen Fuß besser als das Laufband. Nach dem Gym gehe ich immer noch Leon besuchen und dann geht es ab nach Hause unter die Dusche. Nach dem Duschen mache ich mir erstmal mein Frühstück. Heute auf dem Plan Omelette mit Babyspinat, Avocado, Tomaten und Fetakäse. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, das ist so lecker. Dafür 3 Eier verquirlen, in die Pfanne geben und stocken lassen. In der Zwischenzeit eine halbe Avocado schneiden, kleine Tomaten halbieren. Wenn das Ei soweit ist, wenden und eine Handvoll Babyspinat drauflegen. Wieder etwas ziehen lassen und dann die Hälfte des Eis mit Avocado, Tomaten und Fetakäse belegen und mit der anderen Hälfte zuklappen. Ready ist euer Frühstück. Und ich sag's euch, so lecker. Nach dem Frühstück geht es wieder ins Bad. Dort schminke ich mich fertig für den Tag. Kurze Unterbrechung, bevor es mit meinem neuen Alltag weitergeht, denn ich habe noch ein paar Wörtchen mit euch zu besprechen. Und es fällt mir ehrlich gesagt nicht so leicht, denn ihr wisst ja, es gibt auch nicht immer nur nette Menschen, sondern auch Menschen, die immer etwas auszusetzen haben oder sich immer über andere beschweren müssen oder sonstiges und nicht vor ihrer eigenen Haustür kehren, sage ich mal so. Und deswegen fällt mir das gar nicht so leicht. Vielleicht kriege ich auch dadurch wieder die ein oder andere negative Nachricht, aber das ist mir egal, denn niemand läuft in meinen Schuhen oder ist einen Schritt in meinen Schuhen gelaufen. So, also, wo fange ich an? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä? Sie war heute Morgen im Fitnessstudio. Warum geht sie morgens ins Fitnessstudio? Ich dachte, sie hat einen Job und geht ins Büro und jetzt geht sie ins Fitnessstudio. Was ist da los? Viele haben sich es auch schon gedacht. Viele denken es sich auch schon und deswegen möchte ich das auch gerne bestätigen. Ja, ich habe gekündigt. Ihr wisst, dass in meinem vorherigen Bürojob
nicht alles gut lief. Nach Leons erstem Todestag, ich habe mir zu Leons erstem Todestag eine kleine Auszeit genommen. Nach Leons erstem Todestag bin ich dann wieder arbeiten gegangen, ins Büro gegangen und wurde tatsächlich rausgeekelt, würde ich mal sagen. Manch andere Kollegen sagen, hey, es ist doch gar nicht so schlimm, wie die es sagt. Aber ja, genau diese Kollegen machen das genauso schlimm. Ich wurde schon ein paar Mal höflich gebeten, mich zu entfernen von meinem Büro. Es wurde höflich zu mir gesagt, dass ich doch bitte mein Büro verlassen soll. Mein Büro, meins. Von einem anderen Kollegen, der hat zu meinem Chef gesagt, dass er mich nicht mehr in diesem einen Bereich, wo ich gearbeitet habe, sehen möchte. Ich könnte euch noch so ein paar andere Sachen erzählen. Und ja, manche andere sagen, hey, das ist doch gar nicht so schlimm. Nein, das haben wir doch gar nicht gemacht. Was erzählt die denn da? Ja, genau. Mhm. Alles klar. Verstehen wir uns, ne? Also ich muss sagen, ich habe wirklich ganz, ganz schlimme Wochen bei der Arbeit erlebt. Und ich möchte hier aber auch niemanden schlecht reden. Ich möchte nichts irgendwie schlecht machen, auch das Unternehmen nicht. Ich bin dem Unternehmen nach wie vor wahnsinnig dankbar, dass sie mich zu meiner schlimmsten Zeit Anfang des Jahres aufgenommen haben, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich zu beweisen, und ich habe mich bewiesen. Ich saß am Anfang des Jahres täglich im Büro und habe geweint. Ich habe so wahnsinnig geweint und wollte nicht arbeiten. Ich wollte einfach nur zu Leon, ich wollte einfach nur an das Grab von Leon und dort sitzen bleiben. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, fällt mir das immer noch wahnsinnig schwer und ich könnte schon wieder anfangen zu heulen, weil es eine wahnsinnig schreckliche Zeit für mich war. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich wurde Anfang des Jahres von meinem vorherigen Arbeitgeber gekündigt. 3 Monate nach Leons Vorfall, weil ich für ihn zu lange krankgeschrieben war. Und so musste ich mich 3 Monate nach Leons Tod bewerben, auf Bewerbungsgespräche gehen und mich neu orientieren, obwohl ich gar keinen Kopf dazu hatte. Und deswegen bin ich meinem Arbeitgeber so wahnsinnig dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, mich eingestellt hat und ich mich beweisen konnte. Und ich mag meinen Chef immer noch nach wie vor und deswegen ist es mir auch so wahnsinnig schwer gefallen zu kündigen, denn ihn trifft dabei wirklich keine Schuld. Er ist ein herzensguter Mensch und deswegen ist mir die Kündigung aber auch so, so schwer gefallen, denn ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich kann es ihm doch nicht antun, ich kann es ihm doch nicht antun. Ich würde gerne für ihn weiterarbeiten, weil ich ihm so dankbar bin, aber es ging einfach nicht mehr. Wenn man jeden Tag morgens aufsteht und mit dem Gedanken, klar, wir kennen es alle, jeder denkt sich einfach mal so, boah, heute gar keinen Bock arbeiten zu gehen. Aber so war es nicht, denn mein ganzer Körper hat einfach danach geschrien, dass ich nicht gehen soll, dass ich zu Hause bleiben soll, dass ich da nicht wieder hin will ins Büro, denn ich wurde angeguckt, als würde man mir gleich die Augen auskratzen. So wurde ich von ein paar Kollegen angeguckt und es war eben nicht nur eine Kollegin oder ein Kollege, sondern es waren gleich mehrere. Und dann fühlt man sich einfach wahnsinnig unwohl bei der Arbeit. Und ich habe mich wochenlang gequält, zur Arbeit zu gehen. Und so sollte das einfach nicht sein. Deswegen habe ich den Entschluss gefasst, so schwer es mir auch fiel, zu kündigen. Aber ich weiß, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Denn als ich die Kündigung auf den Tisch meines Chefs gelegt habe, habe ich mir auch danach immer noch gedacht, war das die richtige Entscheidung? Und dann bin ich aus dem Büro meines Chefs raus und habe auf die Uhr geguckt und es war 12.12 Uhr. Und ihr wisst ja, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, ich glaube an Zeichen, ich glaube daran, dass Leon mir immer wieder mal Zeichen schickt, als mein persönlicher Schutzengel jetzt, als der Schutzengel von Mama und Papa. Und deswegen vertraue ich auch auf den Weg, denn ich sag's mal so, Leon wird mich auf den richtigen Weg führen und Leon wird mir den richtigen Weg zeigen. Und das macht er so lange, bis wir uns eines Tages wiedersehen. Ja, so emotional sollte das eigentlich gar nicht werden. Genau, und als ich das Büro von meinem Chef verlassen habe, habe ich auf die Uhr geguckt und es war 12.12 Uhr. Eine Engelszahl. Ich habe natürlich gleich nach der Bedeutung geguckt. Und das hat mir einfach
gezeigt, ich bin auf dem richtigen Weg. Caro, du machst das Richtige. Und ich habe auch lange überlegt, bewerbe ich mich woanders, gehe ich woanders arbeiten oder mache ich Social Media zu meinem Gewerbe, mache ich Social Media zu meiner Selbstständigkeit, nur noch Social Media. Und ich habe wahnsinnig Respekt davor. Ich habe wirklich wahnsinnig Respekt davor. Denn das ist nicht einfach nur so, einmal hier das Handy in die Hand nehmen und sagen, hey ihr Lieben, na, wie geht's euch heute? Nein, das ist viel, viel mehr als das. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und es ist 12.12 Uhr. Es ist so der Wahnsinn. Und ihr wisst, was das bedeutet. Leon, ich liebe dich. Und Leon, ich vermisse dich. Ja, es wird immer emotionaler und ich will das eigentlich gar nicht. Oh Mann, ja Wahnsinn, so zeigt mir Leon einfach und diese höhere Macht, die es da einfach gibt, die zeigen mir meinen Weg. Und so habe ich den Weg zu Social Media gefunden und mir ist auch klar, dass es ohne Leon, also ohne Leons Tod hätte es all das nicht gegeben. Denn dann wäre ich eine glückliche Mama von einem mittlerweile 2,5-jährigen Kind. Und ich hätte das Leben mit ihm genossen. Und ich hätte all das hier nicht benötigt. Und mein Leben mit Leon hätte mich nie hierher geführt, glaube ich. Aber das Schicksal hat es einfach nicht gut mit uns gemeint. Und so bin ich jetzt hier und habe in Social Media meinen Anker gefunden, damit klarzukommen mit meinem neuen Leben. Mein Weg führt mich einfach gerade hierher, zu Social Media. Und es sollte eigentlich auch gar nicht so emotional werden. Ich wollte euch einfach nur erzählen und erklären, wie mein neuer Alltag ist und dass Social Media jetzt meine Selbstständigkeit ist. Also ich bin komplett selbstständig. Ich habe ein Gewerbe mit Social Media und das ist meine Zukunft. Das wollte ich euch eigentlich sagen, nur diese Message, und es ist schon wieder so lange geworden. Aber ihr Lieben, ich bin einfach ein Mensch, der muss euch alles bis ins kleinste Detail erzählen, denn wenn ich etwas mache, dann mache ich das mit meinem vollen Herzen, dann bin ich mit meinem kompletten Herzen dabei und das bin ich hier eben. Ich hätte nie gedacht, dass mich mein Leben hierher führt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitzen werde und ein YouTube-Video drehen werde. Ich habe mir mein Leben ganz anders vorgestellt. Ich bin hier in meinem neuen Leben, das ich nicht haben wollte. Und ich versuche einfach das Beste daraus zu machen, bis ich Leon irgendwann eines Tages wiedersehen werde. Und das hier ist der Weg, der sich gerade einfach so wahnsinnig gut anfühlt für mich. Und deswegen möchte ich diesem Weg eine Chance geben und bin jetzt komplett selbstständig mit Social Media. Instagram, TikTok, YouTube. Also werdet ihr in Zukunft noch viel mehr von mir sehen und ich werde euch noch viel mehr auf die Nerven gehen. Aber ich möchte euch einfach meinen neuen Alltag zeigen, denn viele denken einfach, mit ein bisschen Kamera hochhalten hat sich das alles erledigt und das ist einfach nicht so. Es ist wirklich harte Arbeit und ich hatte schon Tage, wo ich wirklich an meine Grenze gekommen bin und wo ich wirklich gedacht habe, ich pack's nicht. Nein, das ist mir zu viel. Warum mache ich das eigentlich? Und ich hatte schon so viele Tage, wo ich einfach gedacht habe, so, das ist jetzt das Ende. Ich habe meine Laune auch manchmal ab und zu an Alex rausgelassen und er hat mich dann nur angeguckt und hat gesagt, was ist denn mit dir? Ich so, das ist einfach so viel. Ich müsste noch das machen und der Tag, der ist einfach zu kurz. Und er hat es dann aber auch alles mit Humor genommen und wir streiten uns deswegen auch nicht. Aber ja, auch so kann Social Media, arbeiten mit Social Media ausschauen. Und vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, ich habe jetzt auch ein paar mehr Kooperationen in Instagram, weil einfach das hier jetzt mein Job ist und ich muss am Ende des Monats auch irgendwie meine Rechnungen bezahlen. Aber zu jedem Kooperationspartner kann ich euch auch wirklich nur sagen, er wird
vorher von meinem Management geprüft, das Unternehmen wird von meinem Management geprüft. Ihr wisst, dass ich auch mal eine schlechte Erfahrung hatte mit einem Partner. Von dem habe ich mich gleich nach einem Monat wieder getrennt und habe auch dazu ein Statement, ein kleines Statement dazu abgegeben. Und sowas möchte ich nicht mehr haben. Sowas möchte ich absolut nicht mehr haben. Und mein Management, wie gesagt, schaut jedes Unternehmen erstmal an, bevor ich eine Anfrage annehme. Und wenn ich die Firma noch nicht kenne oder die Produkte, dann werden mir die Produkte erstmal zum Testen geschickt und ich teste die Produkte wirklich erstmal wochenlang, bevor ich mich dazu entscheide, ob ich mit dieser Firma zusammenarbeite oder nicht. Und wirklich mit jedem Kooperationspartner bin ich happy und jede Kooperation, die ich annehme, die nehme ich an, weil ich wirklich von den Produkten überzeugt bin, weil ich von dem Unternehmen überzeugt bin und weil ich sie selbst zu Hause benutze. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele andere Influencer, denen das sowas egal ist und die nehmen einfach jede Werbung an, aber das möchte ich nicht. Ich möchte mir treu bleiben und nur die Kooperation annehmen, die auch ich wirklich sinnvoll finde und auch ich wirklich dahinter stehen kann. Genau, so viel dazu, ihr Lieben. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe ganz viel geplant für die Zukunft. Ich habe ganz viele Ideen. Ich habe eine riesengroße Mindmap, wo alles draufsteht, was ich hiermit mal erreichen möchte. Denn ich möchte kein klassischer Influencer sein. Wirklich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte hiermit etwas Sinnvolles machen. Und erstmal, klar, erstmal sieht es so aus, ich bin ganz normaler, klassischer Influencer. Und wenn mich gefragt werde, was ich beruflich mache und ich sage, ich bin Influencer, wird so, So, dann wird man erstmal so angeguckt. Aber ja, das ist mein Weg. Ich habe ganz viel vor für die Zukunft. Seid gespannt, was in Zukunft auf euch vorkommt. Ich bin auch gespannt, was ich so in Zukunft raushauen werde, denn ich weiß selber noch nicht, wie ich meine Ideen umsetze, aber ich möchte diese Ideen irgendwie umsetzen und ich bin da einfach gerade auch schon dran, ein paar davon umzusetzen, nicht alle auf einmal, sondern Schritt für Schritt, Tag für Tag, sage ich euch ja immer wieder. Und dann gibt es auch wieder Tage oder Wochen, die hauen einen komplett um und man steht ganz am Anfang da bei minus 10 anstatt bei 0 und denkt sich, boah, wie geht's jetzt weiter, aber irgendwie geht's weiter. Deswegen sage ich immer, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Vor allem mit der Trauer ist das nicht so einfach. So, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Prost! Was ich jetzt vergessen habe zu sagen, meine letzten Wochen habe ich auch einfach damit verbracht, denn es ist halt eben auch nicht so einfach mit Social Media, denn viele denken natürlich auch, oh, das gibt einen Batzen Geld und dann kannst du shoppen gehen bis zum Umfallen. Nein, das ist eben auch nicht so, denn man bekommt ja auch immer wieder von ganz vielen Influencern mit, die es versucht haben, die erfolgreich waren und dann am Ende einfach pleite. Das ist nicht so, dass das Geld auf dein Konto kommt und du kannst das dann einfach ausgeben. Nein, du musst die Hälfte, wirklich die Hälfte zur Seite legen. Du musst die zur Seite legen für Steuern, ganz viele Steuern. Ich habe einen Steuerberater, der bezahlt werden möchte. Ich habe ein Management, die natürlich auch was davon haben möchten. Und ich habe einen Cutter für meine YouTube-Videos, weil ich damit mich auch absolut nicht auskenne. Und mein Cutter bearbeitet wahrscheinlich auch gerade dieses Video und ja, ich bin froh, all diese Menschen in meinem Leben zu haben. Ich möchte wirklich, wenn ich das hier mache, dann möchte ich auch Menschen hinter mir stehen haben, denen ich zu 100% vertrauen kann. Und das kann ich wirklich jedem dieser Aufgabengebiete, jeder dieser Menschen, jeder dieser Firmen. Und ich bin wahnsinnig stolz, so ein gutes Team hinter mir zu haben. Und ich bin mal gespannt, was wir so in Zukunft auch noch alles raushauen werden. Vielleicht auch mal gemeinsam oder so. Und ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, aber das YouTube-Video wird schon wieder zu lange sagen. Zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Social Media vielleicht auch oder sonstiges. Egal, was euch interessiert. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben hier unter dem YouTube-Video. Und ich werde diese Fragen, werde ich euch beantworten. Wenn es sehr viele Fragen sind, dann werde ich wahrscheinlich auch mal ein Frage-Antworten-Video machen und einfach all eure Fragen hierzu beantworten. Genau, aber wenn euch irgendwas interessiert, schreibt es gerne rein und ihr hört meine ehrliche Antwort und ehrliche Meinung dazu. So ihr Lieben, es geht weiter mit meinem neuen Alltag. Nachdem ich mich geschminkt habe, geht es mit den Kooperationen los. Heute musste ich nur eine Reminder-Story hochladen.
Bei Kooperationen müsst ihr es euch so vorstellen, dass viele Firmen die Stories für die Produktwerbung vorher sehen möchten. Heißt, zuerst macht man mit einem Kooperationspartner Termine aus, wann der Influencer die Werbung schalten muss. Dann schicken sie ein paar Tage vorher ein Briefing mit Code, Link und allen wichtigen Infos über das Produkt. Die Story wird also vorgedreht und dem Unternehmen zugesendet. Und erst wenn der Kooperationspartner euch mitteilt, dass die Story so passt, dürfen Influencer die Werbung an dem vereinbarten Termin hochladen. Bei Remindern ist es meistens so, dass die Firmen sie vorher nicht sehen wollen und es gibt natürlich auch Kooperationspartner, bei denen man vorher keine Genehmigung benötigt. Mein anstrengendster Tag waren mal 3 Kooperationen, die ich vorbereiten musste und einem Partner hat meine Story nicht gepasst und dann dreht man alles eben nochmal von vorne. Damit ihr auch mal ein Zeitgefühl bekommt, ich benötige für eine Kooperation so um die 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie aufwendig die Idee für die Werbung ist. Wenn all meine Kooperationen für den Tag abgearbeitet und erstellt sind, setze ich mich an den Laptop. Ich bearbeite E-Mails, sortiere Unterlagen für den Steuerberater und alles, was eben noch so anfällt. Natürlich auch private Termine, Arzttermine und sonstiges. Viele Influencer nehmen sich extra einen Tag lang Zeit, um nur Content zu produzieren, was echt eine gute Idee ist und wirklich viel Zeit erspart. Aber da ich meinen Content wirklich tages- und gefühlsabhängig mache, ist das bei mir etwas schwieriger. Denn ich möchte euch wirklich täglich an meinem wirklichen, realen Leben teilhaben lassen. Irgendwann mache ich mal eine Pause und bereite einen Beitrag oder Reel, TikTok-Video und YouTube-Short vor für den nächsten Tag. Den Tag über melde ich mich dann ab und zu bei euch und lasse euch an meinem Leben teilhaben und arbeite dann eben wieder weiter. Alex dann auch wieder nach Hause kommt. Ich bin ja froh, dass ich heute nichts kochen muss, denn von gestern ist so viel noch übrig geblieben, dass es für heute auch noch reicht und so habe ich es ein bisschen entspannter. Warte jetzt einfach, bis Alex nach Hause kommt und so lange mache ich hier klar Shift und weiter. So ab 16 Uhr fange ich dann an zu kochen, da Alex sich auch schon auf den Heimweg macht. Wenn Alex zu Hause ist, essen wir gemeinsam zu Abend und reden über den Tag. Ich versuche auch, so gut es geht, das Handy beiseite zu legen, wenn Alex nach Hause kommt, damit wir auch Zeit zu zweit haben können. Es funktioniert zwar nicht immer, denn es heißt ja nicht umsonst selbstständig, also selbstständig. Und ein Leben mit Social Media ist auch ein Fulltime-Job, aber so versuche ich jeden Tag mein Privatleben mit meinem Ehemann und meiner Familie und Freunde und mit Social Media im Gleichgewicht zu halten. Heute klappt es zum Beispiel nicht ganz, den Abend mit Alex zu verbringen, da ich das Videomaterial für dieses YouTube-Video meinem Cutter zukommen lassen muss. Aber das ist für Alex auch in Ordnung und er hilft mir auch immer wieder mit den richtigen Kameraeinstellungen. Das kann auch mal bis Mitternacht dauern, bis so kleine Videos in die Cloud oder in Drive hochgeladen sind. Und vor allem, wenn Buddy noch kuscheln möchte und mich vom Arbeiten abhält, dann dauert das eben noch länger. Aber dann ist wirklich Zeit, um ins Bett zu gehen, denn am nächsten Morgen klingelt pünktlich um 6 Uhr wieder der Wecker. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und schreibt gerne all eure Fragen hierzu in die Kommentare und auch gerne, wie euch das Video gefallen hat.